Sie hat es wieder getan. Fallon Sherrock steht in der dritten Runde der PDC-WM 2020. Die nächste Sensation. Wow, wir sind immer noch sprachlos. Wir müssen natürlich in diesem Shortleg-Podcast von Tag 9 der WM drüber reden. Das mache ich nicht alleine. Mein Name ist Marvin Pfannenbohm, denn heute wieder zu Gast mein Daten-TE-Kollege Moritz Kettner. Hi Moritz. Grüß dich, hi. Was für ein Abend, was für eine Geschichte. Und ja, nach Weihnachten geht's weiter. Macht Bock. Erstmal noch zu dir, du warst ja Dienstag auch als Fan im Andy Pelli. Wie war es für dich, zum ersten Mal vor Ort zu sein? Mega Geschichte. Also man wundert sich wirklich, der Andy Pelli ist ein absolut kleines, also insgesamt natürlich ein großes Gebäude, aber die Halle selbst ist dann extrem klein. Man kommt rein, guckt sich so ein bisschen um. Ich glaube, ich hatte Patrick Exner, unseren auch ja Redakteur, mitgetroffen, der auch mit Nico Kurz sprach und sagte, jo, wenn das schon alles ist, gerne nochmal wieder. Und ja, dadurch ist halt auch die Stimmung extrem kompakt. Es ist einfach so viel los und man ist nach einer Session auch komplett alle. Also wir haben jetzt da, glaube ich, 4 Stunden Darts gesehen. Gut, die ersten Matches, wir haben Justin Pipe gesehen. Ich hatte im zweiten Spiel Joyce gegen Decker. Das hat sich dann so ein bisschen gezogen. Aber so zum Ende Beaton gegen Anderson, da war dann auch wirklich Stimmung in der Bude und man ist dann wirklich echt nach 4 Stunden Darts alle, weil so viel um einen rum passiert und macht einfach nur Bock. Ihr könnt den Shortleg-Podcast hören auf meinsportpodcast.de, Spotify, Anchor, Apple und Google Podcasts sowie auf unserem YouTube-Channel von daten.de. Alle Infos zum Podcast gibt's auf daten.de/shortleg. Dann gehen wir aber direkt rein jetzt in diesen historischen 9. Tag, denn es ist eigentlich wieder Geschichte geschrieben worden, denn Fallon Sherrock hat einfach nochmal gewonnen. Sie hat Mensa Suljovic mit 3:1 bezwungen und wow, was war das für ein Hexenkessel der Ali Pelli? Die nächste Sensation, nimm uns doch mal mit, wie hast du das Spiel Sherrock gegen Suljovic empfunden? Ja, also am Anfang war ich wirklich ganz gut angetan von Menzo, der sich gefühlt nicht hat beeinflussen lassen, hat auch direkt unter Druck die ersten beiden Legs mitgenommen. Und dann passiert der alles entscheidende Moment. Menzo verwirft 3 Darts auf Doppel. Das hat er einmal im ersten Satz getan. Und dann meine ich nochmal später wenn mich nicht alles täuscht, im 3. Satz. Und in dem Moment checkt Sherrock 81 Punkte auf Doppel 9, legt 131 Punkte hinterher, spielt bei eigenem Anwurf ein 15 Data. Also da hat sie das Match wirklich direkt im ersten Satz auf den Kopf gestellt und ab da wusste man, Menzo ging mit so einem leichten Lächeln von der Bühne, das wird echt knackig und es hatten ja nicht viele gesagt, das Mediengerummel vor der Partie wurde ja wirklich durchs Frühstücksfernsehen hier noch wirklich komplett durchgereicht. Die Einladung zur World Series, also das kam ja jetzt alles auf sie zu und ja, am Ende steht dann da doch eine so starke Performance. Ich meine, 69% auf Doppel, das ist eigentlich ist das der absolute Wahnsinn. Und über das ganze Turnier wirft sie mehr als 50% ihrer Doppel rein. Und ja, dann muss auch ein Mensur sich einfach hinten anstellen und kann nur noch applaudieren, weil das Match hat sie bestimmt. Klar, wenn Mensur, also er hatte 2, 3 Gelegenheiten, wo er auch wirklich 3 Darts klar auf Doppel, kann das Match in eine ganz andere Richtung lenken. Aber war natürlich auch unheimlich schwierig. Die Menge war natürlich für Fallon Sherrock. Und ja, am Ende muss man sagen, hat sie es absolut verdient gewonnen. Vor allem ja auch stark im zweiten Satz, nach dem Gewinn des ersten Satzes, dann 2-0 geführt, den Satz dann noch mit 3-2 abgegeben, dann auch im dritten nicht gut reingekommen, aber trotzdem diesen Satz gewonnen. Mental also wirklich auch absolut stark im Kopf, denn solche kleinen Rückschläge auch super verarbeitet. Ja, also beide haben ja so diesen Comeback jeden Satz gestartet. Menzo hat dann 5 Legs in Serie gewonnen und wenn man dann ein 15 Data spielt und gegen den Anwurf mit 6 Perfekten startet, das hat Menzo den Zahn gezogen. Er hatte dann zwar 3 Darts wieder mal, um den 3. Satz zu gewinnen, aber Sherrock ist echt gut dran geblieben und eine Statistik, die mir gestern noch reingespult wurde, 9 von den 11 Legs hat sie mit dem letzten Dart in der Hand gewonnen und das hat es wirklich Menzo auch ein Stück weit gekostet. Er konnte nie nochmal rankommen und vielleicht auch einen gemachten Fehler korrigieren, weil jeder Fehler, den Menzo gemacht hat, war Fallon Sherrock da und hat mit diesen vielen, vielen 15-Data auch einige 18-Data, die einfach dann auch wehtun, weil es im letzten Dart passiert, ja, dadurch die Luft für Menzo rausgenommen. Am Ende dann auch 86 Punkte auf dem Bullseye gecheckt, nachdem Suljovic dann die Doppel-20
verpasst hat, weil er da in die Single 5 ging. Wie hast du die Fans erlebt? War natürlich klar auf der Seite von Sherrock, natürlich auch viele Buhrufe gegen Sulovic. Wie ist da deine Meinung? Ich finde es schwierig, klar, also so eine Geschichte erlebst du als Fan im Ali Pelli nur einmal oder so, glaubst du es nur einmal zu erleben. Wir hoffen es natürlich, dass es in den nächsten Jahren zur Normalität wird. Ich finde es immer schade eigentlich, dass wenn man den einen anfeuert, dass man dafür gleichzeitig dann gegen den anderen sein muss. Also das hat sich mir auch insgesamt noch nie erschlossen. Das ist, glaube ich, so ein Thema, was auch aus anderen Sportarten ins Darts rüberschwappt. Da stehen immer noch Einzelsportler auf der Bühne, die für sich ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Deswegen finde ich es immer schade, wenn dann da insbesondere, wenn so zwischendurch dann reingepfiffen wird, wenn sich dann irgendwer wieder befähigt sieht, ich muss jetzt den auspfeifen, damit die andere gewinnt. Also das fand ich ein bisschen schade, aber auch eine Atmosphäre, mit der Suljovic rechnen musste, mit der Suljovic auch klarkommen musste. Also die Stimmung war feindlich, aber wenn so ein insgesamt Buhen ist, finde ich, ist es eigentlich okay, dann kann man sich nämlich darauf einstellen, dann ist das, sind ja immer diese Einzelpfiffe, die sehr plötzlich aus dem Publikum raustreten, die dich in Konzentration stören. Und wenn so grundsätzlich eine aufgeheizte Stimmung ist, dann ja, muss Mensa damit auch klarkommen und auch unter dem Druck konnte er schon mal drei Darts auf Doppel nutzen. Das hat er diesmal nicht getan. Nächste Runde dann nach Weihnachten für Fallon Sherrock gegen Chris Dobie. Hatte so jetzt ein paar Tage Zeit, sich darauf vorzubereiten, sich also auch von ganzen Trubel mal zu holen. Jetzt wurde sie auch schon, wie du gesagt hast, zur World Series eingeladen nach New York. Die PDC Group will sie jetzt auch bei den Darts-Galas, bei den einigen Darts-Galen da mit dabei haben. Klar, also man merkt da auch so ein bisschen gerade so die Kuh jetzt des Erfolgs, aber. Ja. Ja, wie siehst du deine Meinung? Sollte man jetzt auch nicht überdrehen oder wie siehst du das? Ich find's gut, das ist aus einer Marketingperspektive natürlich hervorragend und Barry Hearn wird sich wieder einmal auf die Schulter klopfen dürfen, dass er die Idee hatte, die Damen-Qualifier einzuführen und im zweiten Jahr trägt das bereits solche Früchte. Das ist eine Medienaufmerksamkeit, die das produziert, die der Dartsport vielleicht so noch nie erlebt hat und ist man tut, kann alles daran tun, dass man diese Aufmerksamkeit, die man jetzt hat, die jetzt einfach auch in Zahlen umzusetzen, in Ticketverkäufe und muss das auch wirklich ein bisschen ausschlachten. Es kann ein bisschen schade sein für Fällen, dass es so passiert, aber sie scheint noch damit ganz locker umzugehen und einfach ja versuchen, den Frauen-Dartsport weiter voranzutreiben. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen. Einige sprechen jetzt von einem Premier League-Platz, das finde ich ist albern. Klar nutzt sie wirklich bei dieser WM ihre Chancen. Man muss aber auch die Kirche im Dorf lassen, dass die Averages um die 90 liegen. Sie nutzt aber alle Chancen und das macht sie bei dieser WM so stark, dass man natürlich jetzt sagt, World Series, die Darts-Galas, dass man die Geschichte der WM auch verkaufen möchte, finde ich nachvollziehbar und kann meiner Meinung nach nur helfen, den Frauensport weiter vorzutreiben. Premier League wäre ja vielleicht, sag ich mal, maximal die Idee, wenn es wirklich zu einer Contender-Lösung käme, Ja. wäre es sicherlich Genau. möglich, einen Abend ihr zu gönnen. Ich denke, da würde nichts darauf entgegensprechen, aber wir sind uns alle Nein, überhaupt einig, nicht. ein Premier League-Platz unter diesen Top-10-Spielern der besten Welt, Woche für Woche, das wäre ja wohl nicht zielführend aktuell. Nein, da wird man sie auch verheizen. Also das ist ja auch bei anderen Spielern schon ganz gefährlich gewesen, die sehr schnell in die Premier League kommen, dann kriegst du da Woche für Woche auf die Mütze. Ich glaube, bei ihr wäre es tatsächlich nicht das Problem, weil sie einfach so diese Gelegenheiten einfach fürs erste Mal wahrnimmt, aber das finde ich albern, da jetzt zu behaupten, dass sie damit in die Premier League direkt kommt. Wie gesagt, jetzt einfach im nächsten Jahr kann sie das einfach ein bisschen mitnehmen, was sie hier bei der WM geleistet hat und wenn das für mehr Aufmerksamkeit für den Dartsport auch insgesamt sorgt, ist das einfach nur fabelhaft. Das ist der Rest des Abends, gehen wir in die anderen Partien, die gestern Abend noch stattgefunden haben, so ein bisschen, ja, ich sag mal, abgefallen, denn es waren dreimal 13-0-Ergebnisse da. Das erste Spiel zwischen Devil Gurney und Justin Pipe. Guter erster Auftritt von Gurney, der sich von dem langsamen Wurfstil von Pipe hat gar nicht beeindrucken lassen. Nein, absolut sicher. Beinahe gnadenlos, wie er jedes Finish in den ersten beiden Sätzen weggenommen hat. Pipe hat gar nicht so verkehrt gespielt. Der stand, glaube ich, bis zweiten Satz stand er Anfang Mitte 90 und war aber immer so diesen berühmten Schritt zu spät. Daryl Gurney hatte nach zwei Sätzen 6 von 8 auf Doppel, hat Pipe die Möglichkeiten nicht gelassen.
Und dann hat Pipe auch relativ schnell mit sich gehadert und ja, wirklich eine ganz, ganz sichere Auftritt von Daryl Gurney. Bin gespannt, was wir bei dem sehen, denn auf der Hälfte des Tableaus hat sich's ja jetzt so ein bisschen geöffnet, dass er als Nummer 6 da wirklich in einige Lücken durchstoßen kann. Ebenfalls 13-0 Sieg für Glenn Dowen bei seiner PDC-WM-Premiere über Damon Hatter. Von dem hatte zumindest ich mir mehr versprochen, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, das könnte deutlich enger werden. Ja, aber ein 87er Average von Hatter war da nicht gut genug. Dowens auch mit einem 170er Finish. Die fallen dieses Jahr bei der WM ja auch inflationär mittlerweile, muss man sagen. Ja, also auch ein super, super erster Auftritt vom Dazza. Ja, war nicht viel los bei Hatter, ganz überraschend. Man hat ja eigentlich schon vor der Auslo oder nach der Auslosung gesagt, D'Souza und Hatter, dann gegen Duren, im nächsten Spiel dann Gurney Price, dass das wirklich ein Turnier, jetzt muss ich überlegen, Turnier Achtel oder Turnier Viertel gewesen wäre, was schon extrem besetzt war. Aber Hatter kam nicht im Spiel an und dann läufst du die ganze Zeit diesem Rückstand hinterher und er konnte es nicht mehr reparieren. Ich glaube, hätte die Möglichkeit gehabt, in 18 Darts Durant zu breaken, hat sich kein Doppel erspielt im ersten Satz. Durant kam davon, dann hätte er einige Doppel wieder verpasst. War ein ganz schwieriges Match und in dem Moment, wo er dann mal im letzten Satz auf 2-2 dran war, in dem Moment spielt dann Durant halt einen 12-Darter. Und damit hat er dann ganz schnell ihm eine Abfuhr erteilt, hat jeweils zum Satz im zweiten und dritten Satz einen 12-Darter gespielt. Und beides Mal gegen den Anwurf. Also das war wirklich große Klasse von Glenn Durant und hat das für seinen ersten WM-Auftritt überraschend locker aufgesaugt. Aber das heißt überraschend, der hat es ja schon in den vorigen Turnieren gezeigt, aber die WM ist ja doch nochmal ein anderer Meilenstein und bin sehr gespannt, wie weit es für ihn geht. Zum Abschluss des Abends dann die Partie zwischen Dimitri Vandenberg und Josh Payne. Man hat gemerkt, die Fans, die waren auf. Also nach dem Match von Sharrock gegen Zulewicz, die haben da ja alles an Emotionen dagelassen. Eigentlich ein bisschen schade, denn es war ein gutes Match. Dimitri Vandenberg mit Ja. 103,81 mit dem besten Average bisher im Turnier. Payne auch wirklich mit 97 Average absolut nicht schlecht unterwegs. Aber ja, das war der Dimitri auf der Bühne, den wir schon oft gesehen haben, der gute Dimitri. Ja, das stand ja kurzzeitig bei 110 Mitte des zweiten Satzes und Josh Payne hat ja wirklich nicht verkehrt gespielt. Also Josh Payne hat den ersten Satz hat er offen gestaltet. Wenn er da die 130 mitnimmt und nicht die Doppel-5 verpasst, geht das Ding in eine andere Richtung. Dann rauscht Dimitri durch den zweiten Satz in 13, 14, 11 Darts, also absolut Wahnsinn. Und dann bekam Payne auch noch mal einen Dart auf der Doppel 16, um es noch mal ins längere Match zu schicken. Aber wieder war dann Vandenberg da, auch dann typisch mit dem letzten Dart in der Hand hat das dann zu Ende gebracht. Also und er spielt jedes Mal seine Auftaktmatches oder diese in der letzten 64 überragend. Er hat letztes Jahr nur 104 gespielt, davor das Jahr nur 104, 2017 99, mit dem Average hat er ja sogar verloren. Also sobald er da auf die Bühne im Ali Pelli kommt, geht's ab. 9 von 17 auf Doppel, alles wirklich super für ihn und ja, wird mit Sicherheit sich zurückerinnern an das, was er vor 2 Jahren geleistet hat und dann ist auch eine Menge drin. Das soll zum Abend gewesen sein. Gehen wir in den Nachmittag hinein. Da gab es ja auch das ein oder andere Highlight. Da denke ich jetzt in erster Linie an die Partie zwischen Adrian Lewis und Christo Reyes. Lewis drehte 0 zu 2 in den Sätzen und hat den neuen Darter noch knapper verpasst als Nico Kurz. Das war wirklich ein ganz, ganz wildes Spiel. Also, ja, man hat eigentlich wieder den alten Adrian, nicht den alten Adrian Lewis, sondern so den Adrian Lewis der letzten Jahre am Anfang gesehen, lag 0 zu 2 in Sätzen zurück, hat dann auch nach zwei verpassten Doppeln noch das erste Leg des dritten Satzes abgegeben und dann checkt er 85 Punkte unter immensem Druck. Reyes verpasst das 139er Finish knapp. Lewis checkt 82 wieder mit dem letzten Dart in der Hand, spielt einen 11-Darter. Und damit ist da wirklich Musik in die Partie gekommen. Auch da wieder ein bisschen unglücklich. Das Publikum war stark involviert. Natürlich auch dann nach Lewis beinahe 9-Darter. Er hat ja auch einige 180er geworfen, mit denen er sich immer wieder über Wasser gehalten hat. Und das war für Reyes eine wirklich schwierige Situation. Doch ist er dran geblieben. Ja, wieder schade, dass es Lewis
Darf gerne reingehen auf Doppel 12. Ist leider nicht passiert, hat ja sogar das Leg verloren. Eigentlich in dem Moment muss er das Match einfach nur noch zu Ende bringen. Das wäre ein Break gewesen. Und dann stünde er schon mit einem Bein in der nächsten Runde. Und ja, lässt dann mal eben doch noch 7 Darts auf Doppel liegen. Daran merkt man, wenn man erstmal die 8 Perfekten drin hat und es dann verpasst, dann ist so viel Adrenalin drin, so viel um einen rum, dass man plötzlich die Doppel gar nicht mehr trifft. Und ja, hat das dann umso besser gemacht, dass er doch das Spiel, ja, dass er über die Ziellinie gefallen ist. Da sieht man nochmal, wie stark das auch von Nico Kurz war. Der hat ja dann direkt den ersten Dart in die Doppel-6 getroffen und dann den 10. Dart perfekt gemacht. War, denke ich, auch, nochmal zurückzukommen auf das Match von Kurz, war sehr, sehr gut in dem Moment. Ebenfalls über 5 Sätze ging die Partie zwischen Keegan Brown und Diego Asada und ebenfalls wurde hier ein 0-2 Rückstand gedreht. Asada hat sogar die ersten 7 Legs der Partie verloren, aber hat dann am Ende in der Verlängerung mit 4-2 gewonnen. Ja, also es bestätigen sich einige Thesen, die wir ja schon in den letzten Tagen aufstellen konnten. Einmal so ein bisschen dieses Serienspiel bei dieser WM, was angesprochen, Keegan Brown spielt 7 Legs in Serie. Dann, ja, Asada hat immer wieder Doppel verpasst und dann verpasst plötzlich Keegan Brown 2 Darts auf Doppel. Erlaubt Asada somit zurück ins Spiel und ja, ganz plötzlich haut der 5 Legs in Serie ins Board. Plötzlich steht es 2-2. Das ist dann wieder The Magic of Dead Play. Und ja, kann dann das Match sogar drehen. Spielt ein 11-Darter zum Abschluss. Das war wirklich bärenstark dann. The Asians are coming, wird oft wieder gesagt. Und diese WM beweist es. Saigo Asada, bei dem weiß man auch mittlerweile, dass er wirklich ein guter Spieler ist. Und ja, bleibt echt schön zu sehen, ob tatsächlich auch die Jungs von der Asian Tour jetzt noch weiter reinstoßen können, mal ein Achtelfinale, mal vielleicht sogar ein Viertelfinale mitnehmen. Da merkt man auch wieder an der Stelle, die Ideen der PDC tragen auch da Früchte, wo man langsam etwas aufbaut, wo man mit Beständigkeit etwas aufbaut. Da kommen dann auch am Ende gute Spieler raus. Wir erleben die Früchte des deutschen Dartsports langsam in Max Hopp, in Nico Kurz, Gerger Clemens, Martin Schindler, wen man alles da aufzählen möchte. Und die Asiaten werden das im Stil-Dart-Bereich auch langsam spüren, dass dort immer mehr doch wieder der Fokus hingeht. Und ja, da trägt einfach die Idee der PDC, dort wieder etwas aufzubauen, auch ihre Früchte. Ein alter Hase ist Simon Whitlock, der ja sehr souverän durch das erste Match gegen Harry Ward gekommen ist. 3-0 Erfolg. Ja, guter erster Auftritt vom Wizard, aber von Ward kam auch nicht so viel. Nee, ich glaube, Ward war auch mit sich ein bisschen enttäuscht, hatte gehofft, dass er ein bisschen was auf seine Erstrunden-Performance draufgepackt hätte packen können. Hat dann ähnlich gespielt, braucht man jetzt auch, glaube ich, nicht wirklich vertiefen. Er hat einfach nicht das produzieren können, was wir von ihm auf der Pro Tour dieses Jahr schon haben sehen können. Simon Whitlock, wirklich eine ganz solide Performance, hat im zweiten Satz richtig getriggert oder hat dann nochmal wirklich direkt mit dem ersten Dart wieder das Doppel, dann ist Simon Whitlock immer am gefährlichsten, hat das so sauber runtergespielt und ja, am Ende 94 Average, 40% Doppel, ist doch ein Start nach Maß. Ja, und den hat Ryan Searle in seinem zweiten Spiel des Turniers auch hingelegt. Also war sonst dann schon ein Zweitrundenspiel gegen Steve West. Das war ein 101,54 Average. Bis zum Mittag war es der höchste Average des Turniers. Der zweite 100er und ja, der erste 100er, der gewonnen hat. Denn Ian White hat ja vorher ein 100er gespielt, aber nicht gewonnen. Das war auch sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Da habe ich nicht unbedingt mit gerechnet. Ja, Ryan Searle ist ein absoluter Gefühlsspieler und letztes Jahr ging es für ihn ins Achtelfinale. Mag das irgendwie im Ally Pally zu spielen und ja, das Match war ja eigentlich enger, als es am Ende die Scoreline sagt. 9-6 Legs für Ryan Searle, ja, aber jedes Mal das entscheidende 5. Leg hat er mitgenommen und dadurch war Steve West auch viel mit sich am Hadern, eigentlich unnötig viel mit sich am Hadern, weil in den ersten beiden Sätzen eigentlich einfach nur in einen Ryan Searle geprallt ist, der alles traf. Und der wirklich sobald der unter 100 stand, hat der alles mitgenommen und Steve West auch einfach keine Chance gelassen und Steve West stand da schon beim hohen 90er Average und war doch immer wieder so, ach, ist das blöd und war mit sich so viel am Hadern. Das hat mich eigentlich überrascht, weil das Match von Steve West war gar nicht so schlecht und damit hat er sich meiner Meinung nach auch dann der Chance beraubt,
so kopftechnisch im Match zu bleiben und den dritten Satz womöglich noch auf seine Seite zu ziehen. Hat ja dann 120 gecheckt, obwohl er zuvor auch wieder einige auf Doppel hat liegen lassen. Ja, und dann bringt ihm Ryan Searle nochmal die Möglichkeit und Steve West kann das Bull leider nicht nutzen. Hat da so ein bisschen, ja, einfach schleifen lassen, obwohl sein Match gar nicht so verkehrt war. Und Ryan Searle, ja, der spürt einfach, hat einfach ein gutes Gefühl im Alley Pally, spielt wirklich sensationelle Darts, obwohl er eigentlich auch für einen Großteil der Saison mal ja, vom Radar verschwunden war, was die Ergebnisse anging. Wenn er jetzt wieder kommt, wird er damit besonders aus finanzieller Sicht sehr zufrieden sein. Das waren die 8 Partien des Samstags. Kommen wir zu unserer Kategorie Match of the Day. Was war für dich das Spiel des Tages vom neunten Tag? Ja, glaube ich, braucht man nicht lange überlegen. Match of the Day, Play of the Day, läuft alles auf Fallon Sherrock hinaus. Haben, glaube ich, nicht viele ihr zugetraut. Wie gesagt, das Medienecho der letzten Tage war von vielen als too much empfunden worden, dass da, wie du schon sagst, die Kuh gemolken wird und sie hat das alles aufgesaugt. Ich weiß auch noch nicht, ob es wirklich bei ihr schon angekommen ist, was sie da geleistet hat. Wenn das angekommen ist, dann ist es umso beeindruckender, dass sie da so steht und auch wie sie nach den Interview in den Interviews dann reagiert. Das ist wirklich schön zu sehen, weil sie so ein bisschen ungläubig dasteht, die Hand vorm Mund, so ein bisschen, was habe ich gerade geleistet, und doch dann auf die Fragen ganz sichere Antworten gibt und scheinbar eigentlich genau weiß, was sie da gerade leistet. Und das beeindruckt mich dann auch im Nachhinein nach den Partien immer wieder, dass Fallon Sherrock sowohl an Bord als auch dann später da wirklich ganz professionell, und Wayne Mardell hat es, glaube ich, im Sky-Kommentar auch gesagt, dass das Management da ihr ja auch geholfen hat. So, das sind jetzt Media-Duties, die sind jetzt zu tun, und danach geht es einfach ins nächste Spiel, da einfach so den Kopf auch richtig zu halten. Und wenn ihr das weiter gelingt, warum soll sie nicht auch im nächsten Match wieder sowas zeigen können? Wahnsinnsgeschichte. Jetzt haben wir alle Spieler mindestens einmal auf der Bühne gesehen, erlebt. Wer hat dich denn bisher am meisten beeindruckt, beziehungsweise wer hat dir am besten gefallen? Oh, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Klar, Fallon Sherrock ist der Name, der fällt, weil man wusste, dass sie gut spielen kann, aber glaub, hat keiner damit gerechnet, dass sie so einen Abriss startet. Aus deutscher Sicht natürlich Nico Kurz, dass er so ruhig agiert, so selbstsicher in beiden Matches Mitte 90er Average spielt. Der hat mal gerade sein viertes und fünftes Spiel vor TV-Kameras überhaupt gespielt und habe von ihm tatsächlich noch keine Performance gesehen, die wirklich abgefallen ist. Also das fand ich jetzt aus deutscher Sicht besonders beeindruckend. Auch Max, dass er dreckig gewinnen kann, wenn es nicht läuft, dann nochmal sein Spiel findet. Also aus der Denke raus war das wirklich sehr in Ordnung. Ich muss jetzt gerade so ein bisschen durch Straw nochmal durchgucken. Luke Humphries definitiv. All die Schwierigkeiten, die er über das letzte Jahr auch dann publik gemacht hat, was seine auch mentalen Probleme angeht, da sich dann auf die Bühne zu stellen, Entscheidungslecks zu gewinnen, Sudden Death und das mit Averages um die 100er-Marke, das war wirklich extrem stark. Und ja, es war aber auch so ein bisschen typisch WM. Es hat sich noch keiner so ganz groß über die 100er-Marke locken lassen. Ich glaube, Vandenberg hatten gespielt, Ryan Searle. Aber alle anderen sind so ein bisschen noch in der Abtastermanier. Also das wird sehr schwierig zu beobachten. Clara van Gerven ist weiterhin der große Favorit für mich. Peter Wright hat sich angemeldet, hat aber auch Schwächen offenbart und dann doch wieder in einem riesigen Moment eiskalt zugeschlagen. Also darf man dann doch auch wieder auf der Rechnung haben, je nachdem, wie es dann mit den neuen Darts läuft. Aber es ist wirklich eine offene WM, es sind einige gesetzte Spieler rausgegangen und da es wird sehr spannend zu beobachten. Ja, die zweite Runde, wie gesagt, jetzt beendet. Am heutigen Sonntag geht es dann mit der dritten Runde weiter in 2 Sessions am Nachmittag und am Abend. Jeweils nur noch 3 Partien jetzt, denn die Distanz, die wird auch erhöht auf Best of 7 Sets. Das heißt, man braucht jetzt 4 Sätze, um in die nächste Runde, in das Achtelfinale einzuziehen. Am Nachmittag stehen dann folgende 3 Partien auf dem Programm: Johnny Clayton gegen Stephen Bunting. Max Hopp trifft auf Daryl Lewandowskas, aus deutscher Sicht natürlich sehr interessant. Und Nathan Espinel gegen Christoph Ratajski, Moritz, Max Hopp gegen Lewandowskas. Das ist eine Riesenchance für Max, muss man definitiv so sagen. Aber wird ein sehr, sehr toughes Game.
wird extrem schwer. Darius Labanauskas hat wirklich ganz tolle Spiele gezeigt. Auch gegen Ian White hast du es angesprochen. Ian White spielt ein Average über 100 und es ist nicht genug. Und da wird Max Hopp ganz höllisch aufpassen müssen. Für mich ist es tatsächlich ein 50-50-Spiel. Max, der ja auch nach dem ersten Spiel gesagt hat, dass er so ein bisschen tatsächlich den Druck gespürt hat, ein bisschen überrascht war, dass er doch so nervös war, auch über die Konditionen auf der Bühne gesprochen, dass es tatsächlich sehr warm ist. Aber das macht es natürlich in solchen Spielen dann immer schwieriger und ich erwarte da wirklich ein sehr, sehr enges Spiel, beziehungsweise dass es ein Spiel ist, bei dem es auf Max-Leistung ankommt. Ich habe irgendwie nicht im Gefühl, dass Labanauskas besonders einbricht. Der wirkt da sehr gefestigt, sehr ruhig, wird seinen Stiefel runterspielen. Klar, das kann jetzt auf einem Average von 90 landen, kann aber auch in Richtung 100 gehen. Aber irgendwo in einem guten Rahmen wird er landen und Max wird dann wirklich mit seinem Timing, mit seinen wichtigen Doppeln in Key Moments, wird Max entscheiden, welche Richtung das Spiel nimmt und dann wird auch das Achtelfinale möglich sein. Aber dafür muss Max auf die Leistung vom Zweitrunden-Match gegen Van de Pas noch was draufpacken. Ich würde sogar so weit gehen, dass man sagen muss, dass Max Hopp diese Chance einfach ergreifen muss. Er muss jetzt bei der WM meiner Meinung nach den nächsten Schritt gehen, denn die Chance gegen einen Ungesetzten zu spielen in Runde 3, die bekommt man definitiv nicht alle Jahre. Und ja, ich glaube schon, dass Max das auch weiß, dass er da heute eine Riesenchance hat. Und ich hoffe, er kann sein Niveau steigern, damit wir zumindest schon mal den ersten Deutschen ins Achtelfinale bringen können. Am Montag könnte es ja dann sogar noch zum zweiten Deutschen kommen, aber bis dahin werden ja noch einige Darts geworfen. Am Abend geht es dann weiter mit den Partien zwischen James Wade und Steve Beaton. Kim Albrecht gegen Danny Noppert und Michael van Gerwen gegen Ricky Evans. Was ist dein Highlight vom Abend? Tatsächlich das letzte Spiel, Ricky Evans, ich bin gespannt, er hat, glaube ich, bei seinen wenigen Spielen gegen Michael van Gerwen nie komplett zeigen können, sagt er, ich müsste ihm den Arm abpacken, dann habe ich vielleicht eine Chance, wird ihm so nicht gelingen, aber wenn der Ricky Evans ankommt, den wir auch kennen, der gut spielen kann, dann kann er Michael van Gerwen kitzeln und es wird einfach für mich lustig zu beobachten, weil es ein schnelles Spiel sein wird, wie Ricky Evans damit so umgeht, wie auch das Publikum vielleicht versucht einzubeziehen, freue ich mich schon sehr drauf. Bei Heilbrechts gegen Noppert muss man tatsächlich auch nochmal eine Sache sagen. Heilbrechts, Noppert, Humphries, Kurz, einer von den Vieren wird im Viertelfinale stehen. Also für egal wen aus diesem Bereich ist das doch eine riesen, riesen Möglichkeit, einiges aufs Ranking draufzupacken und sich noch ein großes Spiel und einen großen, ja, Scheck zum Jahresende in die Tasche zu stecken. Wir werden es auf jeden Fall beobachten. Danke dir, Moritz, fürs Dabeisein heute. Das soll zu Tag 9 der PDC WM 2020 gewesen sein. Lest die Berichte auf daten.de, schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Die Interviews da sind ja sehr sehen- und hörenswert. Gebt uns auch gerne ein Abonnement, damit ihr da kein Interview der WM verpassen werdet. Denn nach Weihnachten werden Patrick Exner und Thomas Schott, die Sager, tatsächlich auch vor Ort sein und euch das ein oder andere Highlight bieten. Wie gesagt, danke Moritz fürs Dabeisein heute. Immer wieder gerne. Und wir hören uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Shortleg, der Daten.de Podcast. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao. Ciao.